Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu Folge 9 von Let's Play Knights of the Old Republic. KOTOR ist wieder da. Let's Plays sind wieder da, zumindest mal vorübergehend für einen kurzen Moment. Es ist der 30.06. Es ist 13.25 Uhr oder 23, je nachdem, ob ich meine Uhr oder meinem Notebook glauben möchte. Ist das jetzt eigentlich schon Nachwinterzeit? Ja, wurde umgestellt. Ich habe eine Stunde länger geschlafen, ich fühle mich noch müder. Was soll's, ich habe meine Depression, die ich durchlebe. Hey, ist schon das zweite Mal im Leben. Herzlichen Glückwunsch. Aber das hält mich nicht davon ab, etwas zu machen, was irgendwie die Laune heben könnte. Oder mich irgendwie abreagieren lässt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Knights of the Old Republic klingt nach genau dem richtigen Spiel dafür. Frag lieber gar nicht erst. Zu viele Dinge im Leben, die zu viel Stress produzieren und immer genau gegen uns schlagen. Also, das letzte Mal waren wir im Livestream. Der ist in der Playlist als... Ich weiß gar nicht mehr, irgendein ultimativer Livestream-Abend drin oder so, da muss man in der Folge vorspulen. Das ist quasi Folge 8, die will ich aber nicht umbezeichnen, weil da noch irgendwelche anderen Spiele dabei sind in dem Livestream. Kasonasi schaut uns an, dämlich wie immer. Aha. Ja, ja. Hm. Aha. Wo wir gerade dabei sind, haben wir sowas wie ein Medikit? Jawohl, dann nehmen das doch mal zur Abwechslung. Am besten nimmst du gleich noch eins, weil das könntest du offenbar gebrauchen. Klar. Und ich am besten auch. Und dann werden wir gucken, was haben wir das letzte Mal mit den Leuten gesprochen, mit dir hier. Waren wir schon? Wenn nicht, war das vor dem Safe, weil da hinten ist was los. Und da ist ja ein bisschen schief gegangen, so viel weiß ich noch. Hey da, Oberweltler. Wollt ihr sehen, was ich zum Verkauf anbiete? Oder benötigt ihr etwas anderes? Ja, deswegen wollte ich auch KOTOR spielen, da muss ich nicht so viel reden und meine niedergeschlagene Laune auslassen. Aber nochmal dasselbe Gespräch. Zeig, was du ist nicht die hast. Beste Ware. Hauptsächlich Zeug, das jemand irgendwo im Müll gefunden hat und so. Aber die Preise sind gut. Das lassen wir lieber mal. Ja. Hey da. Fragen? Da geht ihr besser zu Gendar. Er ist der Sprecher für unser Dorf. Okay, wir hatten das alles schon mal, könnt am Livestream gucken. Gen, aber... Hey, ihr wisst nicht, wie es hier unten... Ja, doch. Wenn sie geht... Das war's dann ja, schon. Gut. Ja, ja, genau. Du kannst uns nicht mehr ausstehen, damit kann ich leben, weil ich kann das ja. Und ich kann diesen hohen Grad an Steigung nicht... Und geht mit doch mal alle aus dem Weg hier. Danke. Seht ihr, weil das hier ist wirklich unüberwindbar für einen... Oh, doch nicht. Vorführeffekt. Geh weg. Egal. Und jetzt drücken wir mal kurz F8 für Schnellspeichern. Gut, das ist die richtige Taste. Aber. Lauf, Händler, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Ja, wenn du brüllst, bestimmt. Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Was für ein Idiot. Er wird es schaffen. Lauf, Händler, lauf! Öffnet das Tor. Rasch. Es ist nicht viel Zeit. Das kann ich nicht. Die Rakule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, macht, dass er das Tor öffnet. Händler wird sonst sterben. Oder alle anderen sterben, je nachdem. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Rakule in der Nähe sind. Ich bin nur gekommen, um das Spektakel anzusehen. Ja, das würde meiner Laune... Ich bin nicht negativ drauf. Ich bin nur deprimiert. Öffne das Tor, ich werde die Rakul vernichten. Ihr seid bereit, euer Leben für einen Fremden zu riskieren? Entweder seid ihr sehr tapfer oder... Ich hab mich ständig sehr dumm. Drauf. Ich hey, so gesehen das bin Tor ich ein für euch öffnen, Oberweltler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes zu gefährden. Ja, dann mach auf, ihr quatscht doch nicht so viel. Willst du mir jetzt eine Kombination vorlesen oder was? Du, da könntest übrigens reingehen oder mitkämpfen, danke. Ja, das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, Splittergranaten? Warum nicht? Zwei Waffen, lieber erhöhte Angriffszahl als irgendwas anderes. Oh, oh, ich bin übrigens vergiftet. Und tot. Na super, das ging schnell. Wie können diese Viecher so verdammt stark sein? Schießen. Genau, am besten gleich nochmal. Ja, das war schön. Wir haben gesehen, wie es aussieht, wenn es schief geht.
Und müssen uns das Gequatsch noch mal an. Also, merke, fernbleiben, mit Granaten vollschießen. Rakule sind zu stark für uns. Ja, ja, er wird es schaffen. Lauf, Fender, lauf! Ja, lauf und spul den Text vor, danke. Öffnet das Gebiet. Ja, 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 und wenn ich ja, das Tor alles öffne, schon, ja, werden sie... Nein, ja. Das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Oh Gott, wie ich das hasse. Ich kümmere mich. Ja, weg. Komm, quatsch nicht. Mach. Und sofort wegbleiben. So. 1, 2, 3. Danke. Das sollte reichen. Ach, wie schön, wenn man noch ein bisschen Material hat. Ja, der fällt tot um und kriegt ein Level up. Ihr werdet wieder verscheißern, wollt ihr mich doch. So, gibt's eine Merakule, oder? Ja, komm, Chaos. Quatsch nicht. Level up. So, nichts ist mit automatisch. Das mache ich selber. Fähigkeiten. Aha. Wir haben einen Punkt. Super. Was ist das eigentlich für Klassenfähigkeiten? Sprengstoff. Bewusstsein. Heilen. Ja, dann machen wir heilen. Das verschwendet nicht so viele Punkte. So, du bräuchtest Talent mit 2 Waffen eher nicht. Was hast du denn, was wir später mal brauchen können? Aus KOTOR 2 weiß ich, man kann den einen oder anderen später noch zum Jedi oder Sith machen. Ich weiß nicht, ob es hier auch geht. Ich vermute mal, ja. Ein zusätzlicher Gesundheitspunkt. Naja, mit Leben Level absteigt damit einer. Wie sieht's hier aus? Oh, braucht er einen zusätzlichen Gesundheitspunkt. Macht es Unterschied, ob ich das jetzt mache oder später? Ich habe keine Ahnung. Duellieren. Einhändig geführte Waffen, blablabla, wenn du ein Bonus angesetzt. Ja, das Problem ist, was nimmst du eigentlich? Blaster, Gewehr, Blaster, schwere Waffen? Ich habe keine Ahnung. Schade, dass wir jetzt nicht nachgucken können. Wäre ganz praktisch. Egal. Implantat. Kybernetischen Blatter, Stufe 1, du siehst eine ganz neue, verschiedene Auswirkungen. Komm, wir stecken dir ein Stück Metall in den Kopf. Das ist genau meine Laune. Speer halt dieses Talent im ersten Level kostenlos. Aha. Also bist du sowas schon mal nicht. Training. Außergewöhnliche körperliche Fassung der Verfuhr. Ja, das wäre vielleicht sogar ganz was. Nee, das brauchst du nicht. Das kriegt nur der Hauptcharakter. Ihr sollt alle doof und überzeugbar sein, weil ich bin der Böse. Ich bin der Jedi. Ich bin der Jedi. Ich bin der Jedi. Das vergesse ich immer. Training. Komm, Mama. Klingt gut. Dankeschön. So. Du bist hell und ich bin nicht ganz so hell. Verstehe gar nicht, wieso. Wieso leuchtet der und ich nicht? Ich will auch leuchten. Ich bin toll. Ach Gott, das ist in Teil 2 wirklich besser anzusehen. So, was hast denn du hier Schönes? Nix. Kannst du alles nicht. Ah, jetzt hätte ich ihm das schon geben können. Schade. Du hast also 2 Blaster und keinen Tarnfeldgenerator, weil du damit eh nicht umgehen kannst. Hü, und wir haben schon das Kardiovaskulärimplantat-Dings. Das ist aber schön. Verfassung bis 1. Okay. Können wir mit leben. Jetzt muss ich mal gucken, welche dieser 12 Millionen Tasten steht für was. Und ich habe die Optionsleiste oben ausgeblendet, Idiot. Nein. Egal, so kann der Raku mir irgendwas geben, so giftige Gase oder so. Der ist tot, tut mir leid. Konnte ich wohl nicht retten. Dann speichern. Das war's für diese Folge. Spannung. Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Keiner hilft mir hier. Selbst die Biggs nicht. Aber ich kann ihn hier nicht zurücklassen. Du bist zu jung für mich, sorry. Er ist mein Freund. Aber ihr helft mir doch, ja? Du bist doch Mission wahr, oder? Garnetech hat gesagt, du könntest mir helfen. Gen? Was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte, Zaibar steckt in Schwierigkeiten. Er braucht Hilfe, sonst verkaufen sie ihn als Sklaven. Zaibar? Du meinst deinen Wookie-Freund? Was ist geschehen? Zaibar und ich sind einfach ein wenig durch die Slums geirrt. Ihr wisst schon, immer auf der Suche. Nur so aus Neugier. Das tun wir immer. Ich schätze, mit einem Wookie an eurer Seite fürchtet ihr nicht einmal den verdammten Rakghul. Nur diesmal haben sie auf uns gewartet. Gamorianische Sklavenjäger. Oh, nee. Wir konnten nicht mal weglaufen. Big Z warf sich auf sie und brüllte mich an, abzuhauen. Nicht Gamorian. Ich sah zu, dass ich wegkam und glaubte Zaibar hinter mir. Aber es waren einfach zu viele. Er kam nicht weg. Sie verkaufen ihn an einen Sklavenhändler. Ich weiß es. Habt ihr im Hintergrund die Soldaten gesehen oder bilde ich mir das bloß ein?
Warum fragst du nicht Gerdan und die Beg um Hilfe? Gerdan kann ich nicht fragen. Er sagt immer, ich solle nicht in die Slums gehen. Dort sei es viel zu gefährlich, wegen der vielen Rakul und Gamorianer. Ja, offensichtlich hat er recht, Mädel. Er würde seine Begs nie hier runterschicken. Hast du was draus gelernt? Nee, ne? Wenn ich dir helfe, das klingt alles nicht so richtig Jedi, aber geil. Wenn ich dir helfe, Salbar zu retten, musst du mir helfen, in die Basis der Vulkar zu gelangen. Warum auch immer ich dahin wollte, habe ich schon wieder vergessen. Also abgemacht. Sobald wir Big Zed zurückhaben, zeige ich euch einen Weg in die Basis der Vulkar. Jetzt los! Wir müssen Salbar finden, bevor sie ihn als Sklaven verkaufen. Oder Schlimmeres mit ihm anstellen. Wisst ihr, wo man ihn festhält? Die Gamorianer haben ihr Lager in den Abwasserkanälen. Ich wette, dass Salbar dort ist. Und da werde ich euch auch den geheimen Zugang zum Vulkarlager zeigen. Michin ist der Gruppe beigetreten. Aha. Eines der besten Rollenspieler und ich habe nicht mehr Erinnerung, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Super. Ja. Eins, zwei, würde ich sagen. Wollen wir mal fern? Nee. Level 3 Gauner. Wollen wir gleich mal gucken, ja, okay. Die werden nämlich sofort. Zeig mal her, Mädel, wie siehst du aus? Du kannst nicht mit Schwertern rumklicken. Okay, du hast doch keins. Aber bestimmt eine manipulierte Waffe. Und das da hinten sind Soldaten. Okay, hier ist einiges Verdächtiges. Tut mir leid, kleines Mädel, stehe ich nicht drauf. So, Levelaufstieg. Attribute. Abbrechen. Ja, zu spät. Geschicklichkeit 16, bla bla, was bist du eigentlich? Mission Gauner, geht klar. Dann wäre Geschicklichkeit tatsächlich gut für dich. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Hey. Okay. Ich habe bloß einen Punkt, schade. Wolf-Erfassung. Zusätzliche Punkte für Mehrfähigkeit, da brauchst du nicht. So, denken muss nur ich. So, Computer, nein. Sprengstoff, wieso hast du Sprengstoff? Tarnung, Klassenfähigkeit, klingt gut. Und Bewusstsein, wieso hast du Bewusstsein? Das soll's kaum noch, na gut. Reparieren, allgemeine Fähigkeit, Klassenfähigkeit, Sicherheit. Das kannst du lernen, Computersystem hacken. Und da ich diese Punkte sowieso nicht anderweitig verteilen kann. Warte mal, Sprengstoff, Inras, heilen, kann ich nicht rein, im Computer. Halte ich den Punkt? Ich habe keine Ahnung, wenn ich Pech gehabt. Diese werden gespeichert und beim nächsten Jahr dann fortfahren, danke. Dankeschön. Schauen wir uns mal deine Ausrüstung an. Kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. Blasterpistole, Mission Sweep Klinge, was geht denn jetzt ab? Wie siehst du ohne Kleidung aus? Ja, das hält sich doch in... Ich habe das nur aus wissenschaftlichen Gründen, habe ich das. Das war wichtig. Geschicklichkeitsbonus plus 5. Ja, seht ihr? Schon hat sie eine neue Kleidung. Nur mir zu verdanken. Physisch 1 bis 10. Bist nicht ganz der Held im Nahkampf, wa? Wo war die Trefferchance plus 4? Erstaunlich gering im Aufwand verliehen, ein bisschen war und dieser Vibro klingt halt außergewöhnlich Anpassungsfähigkeit. Ja, dann kriegst du die gerne noch. So. Okay, ihre Fähigkeiten kennen wir jetzt. Noch irgendwas anderes? Nein. Schließen. Ja, wie siehst du aus? Genauso bescheuert wie der da. Oder meine Wenigkeit. Hä? Husten. So, weiter jetzt. Geröll. Geröll klingt nach etwas, was ich untersuchen will. Krapschen, krapschen, krapschen. Credits. Es gibt Credits. Ja, schließlich. Okay. Dann geht's weiter. Wo geht's hier lang? Kanalisation. Nein. Wo wollte ich hin? Vielleicht wäre die andere Übersicht. Blablabla. Ist die ja auch gerade nicht so. Wo haben wir denn? Haben wir dafür jetzt kein Dings da bekommen? Keine. Befreiende Kanalisation. Sollen wir das gleich machen? Na gut, machen wir es gleich.
Wird ja hoffentlich nicht so lange dauern. 150 Stunden später. Nee, wer von euch hat den höchsten Sicherheitswert? Muss man doch die Fähigkeiten natürlich angucken. Sprengstoffeinsatz? Null. Und du? Sprengstoffeinsatz? Null. Und du? Sprengstoffeinsatz haben wir gerade nicht gelevelt, also darfst du vorausgehen. Guck mal, eine leichte Splittermine. Die nehmen wir mit. Ne? Also Minen entschärfen ist einfacher als entfernen. Moment, entfernen. Ja, entschärfen heißt einfach nur deaktivieren. Entfernen heißt dann gleich mal mitnehmen. Ich habe jetzt eine Mine. Und schon darf ich sie anfangen. Was war das gerade für eine Stimme? Das ist fürchterlich. Ja, ich würde sagen, es war keine gute Idee, hier runterzukommen. Ach, auf immer sind so eine schwächlichen Dinger hier, oder was? Ist ja wieder typisch. Wir sollten ja beim ersten bloß Angst haben. Gott, ja, na klar doch. Wer ist schon Rakul? Wer ist überhaupt ein Rakul? Egal. So, was gibt's hier unten? Nichts. Eine Kanalisationstür. Kommen gleich noch mehr raus, nehme ich an. So, jetzt können wir überall im Kreis laufen, ja, wa? Noch mehr Teile? Okay, okay. Guckt mich nur an, Leute. Ich bin super. Xane weiß, was er macht. Soll ich das nochmal demonstrieren? Haha. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ich weiß. Gamorianer. Dafür verschwende ich das nicht. Ja, ja, komm her, komm. Halt. Und jetzt, bitteschön, voller Wucht drauf. Das wäre nett, wenn ihr anderen mitmachen würdet. Ihr kriegt mich nie. Also wirklich, das wäre unglaublich nett. Wäre auch nett, wenn du dich ab und zu mal nicht treffen lassen würdest. Danke. Und wir kriegen wieder nix. Das ist doch... immer im Weg umstehen müssen. Splittergranate. Mhm. Denn sobald ich sie nicht nutzen will, wirft man sie mir hinterher. Ja, immer rechts lang. Immer rechts lang. Wenn ich eins gelernt habe in KOTOR 2, dass immer rechts lang nicht funktioniert. Na, testen wir das einfach mal in KOTOR 1 aus. Ja, alle drauf auf den Weg. Danke, ich gehe dann noch. Ja, das habe ich gar nicht. Einmal hier aufgepasst, okay. Das ist sehr tot. Was geht? Seht ihr das? Auf geht's! Oder es geht nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Ja, das ist ja gerade nicht mein erfolgreichst rein, ever. Aber man lernt ja dazu. Was jetzt? Nein! Das halte ich im Kopf nicht aus. Okay. Nochmal Geröll, nochmal Rakul. Wenn wir alle Rakul getötet haben, machen wir erstmal Pause. Das mache ich. Nee, ist das lästig. Chaos. Komm, nee, ich habe ja hier kein zwei Waffensystem. Bereit. Naja, wow. Wieso heißt eigentlich Mission? Was ist das für ein Name? Naja, Mine entfernen. Danke. Die wirst du nachher gleich wieder legen dürfen. Klar. Nack, Platz. Tür. Da. Kriegen die auch was ab. Mission, die dastehen, angreifen. Danke. Sehr entgegenkommt. Ich könnte jetzt langsam aber mal ein paar Jedi-Fähigkeiten gebrauchen. Wirklich. Also, wirklich, wirklich. Und wir gehen wieder hier lang. Allerdings. Schauen wir uns den erst beim nächsten Mal an. Ja, ja. Das ist faszinierend. Das sieht nämlich so viel cooler aus. So, hier machen wir eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge, die irgendwann einmal in vielen Jahren kommt oder morgen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt eine noch, weil ich spiele jetzt noch ein bisschen. Ich merke nämlich, dass es leicht gut tut. Was jetzt? Bis dann. Xane. Out.